Ich muss nur gerade so lachen, weil ich eigentlich meine Zahnpasta heute für die Achsen genommen habe. Funktioniert auch. Ist immer das gleiche Grundrezept. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan. Heute geht es nicht um unser Tiny House, sondern um etwas, was wir jeden Tag verwenden, und zwar unsere Deo-Creme. Warum stellen wir unsere eigene Deo-Creme her? Ich habe gerade Deos auch verwendet, die die Poren verstopfen. Das heißt eigentlich, das Transpirieren verhindern. Und das war so schlimm, nach 2 Wochen der Nutzung war alles so verstopft, dass ich noch stärker gerochen habe als zuvor. Und dann kauft man sich die nächste Marke und dann die nächste Marke. Und dann liest man irgendwann mal die Inhaltsstoffe, versteht sowieso kein Wort, sieht aber nur das Wort Aluminium und denkt sich, ja, warum gehört das da rein? Und dann hat uns ein Bekannter doch mal eine Deo-Creme empfohlen, die eine Kosmetikerin herstellt. Und das war super. Das hat super funktioniert. Irgendwann haben wir uns allerdings gedacht, es muss doch noch einfacher gehen. Und so sind wir dann irgendwann auf eine Do-It-Yourself-Deo-Creme gekommen. Es gibt ja viele Grundrezepte online. Es gibt schon super viele Videos dazu. Wir haben unsere Basis aus einem Zero-Waste-Buch, eines der sehr bekannten, glaube ich, welches wir mal geschenkt bekommen haben. Darauf basiert unser Rezept und das funktioniert total super. Deshalb möchten wir dieses Rezept mit euch teilen und haben auch noch eine kleine Sommerversion. Daher gibt es dieses Deo auch als Spray. Für die Deo-Creme brauchen wir erstmal ein Gefäß. In unserem Fall haben wir ein altes Marmeladengläschen genommen, abhängig davon, welche Menge ihr zubereiten möchtet. Wir benötigen Kokosöl, davon nehmen wir 3 Esslöffel. Je nachdem, welche Konsistenz euer Kokosöl hat, müsst ihr es ein bisschen erwärmen. Wir versuchen das zu vermeiden, sofern es die Temperaturen zulassen, oder erhitzen das Kokosöl nur ganz minimal, dass wir, wie ihr hier sehen könnt, schon eine schöne cremige Konsistenz haben und es dann nach wie vor leicht ist, auch die weiteren Zutaten später umzurühren. Falls es sehr, sehr heiß ist, könntet ihr auch anstatt des Kokosöls die Menge halbieren und mit zum Beispiel Shea-Butter, Kakaobutter ergänzen. Als nächstes nehmen wir 2 Esslöffel Speisestärke. Speisestärke bindet die Flüssigkeiten, also hilft uns nachher, dass unser Deo auch diese schöne cremige Konsistenz bekommt. Und das Ganze rühren wir ganz vorsichtig, damit es eben nicht so ausstaubt und man am Ende die Speisestärke überall liegen hat, aber nicht im Deo. Die nächste und letzte Zutat ist unser Natron. Natron wirkt ja antibakteriell, davon brauchen wir genauso wie von der Speisestärke 2 Esslöffel und auch das wird untergerührt. Zuletzt, und das ist auch optional, verwenden wir 10 bis 12 oder manchmal auch 15 Tropfen Lavendelöl. Hier kann aber eigentlich jedes ätherische Öl verwendet werden. Je nach Konsistenz, die ihr jetzt habt, könnt ihr entweder das Deo in den Kühlschrank stellen, damit es eben noch erhärtet. Falls sich das Kaisernatron und die Speisestärke zu sehr am Boden absetzen, rührt hier gerne alle paar Minuten nochmal um, dass es auch wirklich schön homogen ist und ihr auch die maximale Wirkung am Ende habt. Falls ihr schon so wie wir jetzt eine schöne homogene Masse habt, könnt ihr das Deo auch bei Raumtemperatur stehen lassen. Für das Deo-Spray benötigt ihr eine Sprühflasche mit 100 ml Fassungsvermögen. Für das Deo-Spray verwenden wir 1 bis 2 Teelöffel Kaisernatron, welches wir in 100 ml aufgekochtem Wasser auflösen. Das ist besonders wichtig, weil beim ersten Mal, als wir das nicht gemacht haben, beziehungsweise sich auch das Kaisernatron nicht richtig aufgelöst hat, hat es unsere Sprühflasche verstopft. Daher würden wir das auf jeden Fall empfehlen. Wenn das Natronwasser abgekühlt ist, verwenden wir 8 bis 10 Tropfen Limettenöl und 2 Tropfen Teebaumöl. Das finden wir besonders lecker von der Duftnote. Man kann natürlich auch jedes andere ätherische Öl wählen. Jetzt muss das Ganze nur noch in die Sprühflasche umgefüllt werden. Das war's. Das waren sie auch schon, die Rezepte, die wir mit euch teilen wollten. Es ist eigentlich immer die gleiche oder identische Grundrezeptur. Es gibt viele Möglichkeiten, um auch einfach ein bisschen zu variieren. Bloß weil es für uns so toll klappt, heißt es noch lange nicht, dass es bei euch funktioniert. Jeder Typ ist anders, jeder Körper ist anders. Aber das Erste ist es wichtig, dass man schwitzen darf, dass wir unseren Körper auch über die Achseln entgiften können. Und für diejenigen, die wirklich viel schneller noch riechen, können auch mal einen Teelöffel Salz dazu probieren. Das könnte auch noch helfen. Mhm. Ja, oder auch mal unter der Dusche ein Peeling unter den Armen.
auch das ist hilfreich. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen, wenn das der Fall war. Und sagt uns, wie euch das Deo gefällt, wenn ihr das nachgemacht habt. Wenn ihr eigene Rezepte habt, dann immer her damit. Teilt die gerne unten in den Kommentaren. Wir probieren nämlich auch gerne immer was Neues aus und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ciao. Tschüss.